Ist der Wahnsinnige schon fort? Ja. Oh. Oh. Wo ist denn mein Sakko? Und mein Hut? Er hat sie doch hier hingehängt. So was. Wir haben ihn abgehängt. Schnell eine Kutsche. Ach, da ist der Hoteldiener. Ach, ja, wirklich. Posch, rasch eine Kutsche oder ein Automobil. Remont, meine Frau. Und mit Tournelle. Zimmer von Sonne bis unter Dame. Das Zimmer, wie ist das?
gar nicht eingeschlossen. Nicht eingeschlossen? Das wäre ja noch schöner. Du bist also nicht mehr imstande, eine Tür aufzumachen. So eine Frechheit! Jetzt geht's aber nicht darauf. Erklär mir lieber, was du vorhin in dieser Schlummermieze zu tun hattest. Bitte wo? Na, in diesem Puff zur Schlummermieze. Was soll denn das sein? Du unterstrichst dich noch zu fragen, was das sein soll? Das ist ja die höchste Höhe. Ich erwisch dich dort überraschend vor kaum einer halben Stunde und du... Mich? Mich hast du erwischt? Ja, dich mit halboffenem Busen. Ich war gar nicht weg. Was lügst du da? Ich lüge gar nichts. Ich sage nur die Wahrheit. Also du warst nicht weg? Fabelhaft. Ich war bei Gott auf allerhand gefasst. Auf irgendeine Erklärung, eine geschickte Ausrede. Aber mir zu sagen, dass du nicht in dieser verdammten Schlummermieze warst, schlägt wirklich fast den Boden aus. Erwartest du vielleicht von mir, dass ich mich selbst belüge? Du verlogenes Luder! Ich habe dich nur mit eigenen Augen gesehen. Na und, was beweist das? Ob du mich nun gesehen hast oder nicht, ich war nicht dort. Ich zerplatze, wo ich dich in flagranti in den Armen dieses geilen Engländers ertappt habe. Mich? Du spinnst. Ich kann kein Wort Englisch. Englisch oder nicht Englisch? Und dein Engel hat mir wohl dies blaue Auge geschlagen. Ich und ein Ausländer. Ist ja lachhaft. Gerade ich. Wie sollte das denn gehen, wo ich doch wirklich kein Wort Englisch verstehe? Auch schon ein Hindernis. Als ob man sich nicht in gewissen Dingen auch ohne Kenntnis der Sprache handgreiflich verständigen könnte. Du sagst also, es ist zwischen euch beiden nichts vorgefallen? Ich werde doch gar nicht aus dem Haus. Ja, Himmelarschutz führen! So ein verlogenes Luder! Die lügt ja schwer, dass sie eine Lebe dann. Nicht weg warst du also? Na, das will ich dir gleich herausstellen. Was hast du vor? Den Hausmeister fragen. Den Hausmeister? Etienne, bitte! Ja, hallo, sind Sie es, Monsieur Clonard? Hören Sie, könnten Sie, wenn kurz, wenn zu uns heraufkommen? Ich muss Ihnen in einer sehr wichtigen Angelegenheit sprechen. Ja, jetzt sofort natürlich. So ein Einfallspinsel. Etienne, spiel jetzt nicht den Macho. Überlass das Ominides und lass den Hausmeister aus dem Spiel. Du machst dich nur lächerlich. Aha, jetzt habe ich dich ertappt. Du hast wohl geglaubt, du könntest mir in der Nase herumführen. Und jetzt merkst du, dass es dir in den Kragen geht. Komm, lass das, Etienne. Und schick ihn gleich wieder fort. Nichts da. Jetzt ist er eh schon auf dem Weg. Meinetwegen. Hab dich gern und mach, was du willst. Von dem wirst du auch nichts anderes hören, als das, was ich dir gesagt habe. Das werden wir gleich sehen. Was gibt es denn, Monsieur Etienne? Kommen Sie doch herein, Monsieur Clonard. Sagen Sie, Sie werden vielleicht über meine komische Frage wundern, aber sie ist äußerst wichtig für mich. Wann hat heute mein